Willst du das Göttliche erleben, so sagt Bruno Gröning, so musst du danach streben. Gott kommt nicht hausieren, sondern er will erobert werden. Er will errungen werden. Man muss nach ihm streben. Man muss ihn ernst nehmen. Und das fängt damit an, dass man sich selbst ernst nimmt. Bruno Gröning spricht von Gott. Wie verstehen wir Gott? Ich glaube, jeden, den ich jetzt frage, der wird was anderes sagen. Gott, das ist so genial, dass er sich nur jedem so zu erkennen gibt, wie der Einzelne bereit ist, ihn in sich aufzunehmen. Und da gibt es die Atheisten, die sind eben nicht bereit, ihn in sich aufzunehmen. Und deswegen werden auch die ihn überhaupt nicht erkennen können. Die können mit ihrem Hirn rumexperimentieren, wie sie wollen. Sie werden zum Schluss kommen, es gibt ihn nicht. Aber wer sich Gott öffnet, wer ihn bittet, der wird Stück um Stück, wird er das, was Gott ist, erleben, in sich erfahren. Und das geht nur, wenn man dazu bereit ist. Und wenn man das will, wenn man das anstrebt. Willst du das Göttliche erleben, so sagt Bruno Gröning, so musst du danach streben. Gott kommt nicht hausieren, sondern er will erobert werden. Er will errungen werden. Man muss nach ihm streben. Man muss ihn ernst nehmen. Und das fängt damit an, dass man sich selbst ernst nimmt. Und dann wird man Stück um Stück erleben. Der eine mehr, der andere weniger, der andere noch mehr. Liebe Freunde, und dann verstehen Sie, wovon hier gesprochen wird. Und dann sind das nicht zwei Welten, sondern es verschmilzt zu einer Welt. Und dann werden Sie diesen Gott, das, was Sie als göttlich empfinden, das werden Sie dann in Ihren Alltag mit hineinbringen. Das wird in Ihnen gegenwärtig sein, immer präsent. Und dann tragen Sie Gott überall dorthin, wo Sie sind. Sie müssen nicht drüber reden, aber Sie haben ihn im Herzen. Sie spüren, da ist etwas. Und das ist auch wieder für jeden Einzelnen unterschiedlich. Und auch nicht immer gleich. Manchmal fühlen Sie sich ganz mit Gott verbunden. Ach, Sie fühlen sich so richtig. Und dann kommt wieder eine Zeit, da fühlen Sie sich so weit weg. Ja, hat er mich jetzt vergessen? Bin ich am Weg liegen geblieben? Was ist los? Und dann bemühen Sie sich wieder nach dieser Verbindung, nach dieser göttlichen Verbindung. Und dann laufen Sie wieder nach und dann haben Sie es wieder. Und dann spüren Sie es wieder. Ich bin ja doch nicht allein. Und so erfüllt Gott unser Leben, unseren Alltag, unsere Gedanken und letztendlich unser Handeln. Und wir kommen hier zusammen, damit wir uns von Bruno Gröning wieder verbinden lassen mit diesem Allerhöchsten, mit Gott, G-O-T-T. Was heißt das? Gott ist überall. Das sind Begrifflichkeiten, das kann man nicht im 7. Semester studieren. Prüfung schreiben, dann weiß man es für den Rest seines Lebens. Nee, das ist etwas, wo man ein ganzes Leben Erfahrung macht und die immer weiter, immer größer, immer vielseitiger wird. Diesen Schatz, den nehmen wir mit durch unser Leben. Und diesen Schatz, liebe Freunde, den behalten wir, wenn wir hinübergehen. Und diesen Schatz bringen wir wieder mit, wenn wir wiederkommen. Das ist nicht vergänglich, das ist ewig. Und deswegen lohnt es sich so sehr, daran zu arbeiten, danach zu streben, den Wunsch aufzunehmen, ja, ich will das auch mal, ich will das auch erleben. Und wenn Sie nur diesen Wunsch heute hier schon aufnehmen, das ist schon die halbe Miete, dann werden Sie es auch erleben.